Moin am Mittwoch. Ich sehe erstmal nicht sicher den letzten Speckschwall. Es ist 8.30 Uhr und ich habe einen Termin heute. Und zwar die Diabetiker-Schulung Teil 1. Mal gucken, was uns da erwartet. Lust habe ich nicht für einen Pfennig dahin. Aber ich weiß nicht, es geht, glaube ich, nur 1,5 Stunden. Aber die kann lang werden, wenn es langweilig ist. Mal gucken, wer da mit mir Schüler ist. Ja, dann brauche ich eine Adresse, die ich mir aufgeschrieben habe, für den Lipgloss. Weil da ist nämlich eine Post. Jetzt brauche ich erstmal Zettel und Stift. Oh, Rod Stewart im Radio. So, ich schreibe mir das mal eben schnell auf. Ihr könnt mich dabei beobachten. Hier schüttet das. Gestern Abend hat es angefangen, wahnsinnig zu schneien. Mit Regen vermischt. Aber nachher waren da so eine Fettflocken, es war weiß, matschweiß. Ist natürlich alles weg, ne? Ja. Lilly kannte ja noch keinen Schnee. Die hat sich dann unterm Tisch versteckt. Draußen in der Raucher-Lounge. Der war das gar nicht geheuer. Meine Söhne haben gesagt, wieso die ist so eine Maine Coon? Die muss das doch in den Genen haben. Nein, kannst du nicht. Ja. Ich hab zu Zeit gesagt, aber hier, Kaffee ist noch drin, ne? Ich kriege ja jetzt morgens immer Dinkelkerlchen. Statt weiße Brötchen, Dinkelbrötchen. Eigentlich ohne was, eigentlich ist da Schweinebraten drauf, frischer Schweinebraten. Und der ist er dann aber nicht drauf, weil die beiden Katzen, die saugen mir das so vom Brötchen runter. Also habe ich praktisch ein bisschen Butter mit Dinkelbrötchen. Wegen den ganzen Tabletten. Ich werde da gleich mal erstmal sagen, ich möchte mal erstmal überhaupt meinen Zuckerstand wissen, was sie da so messen. Und dann selber messen. Ich habe ja so ein komisches Gerät. Aber das gefällt mir nicht. Witzig, ne? Ich habe die jetzt selber tätowiert. Und mit dieser Nadel. So dieses. So den, vielleicht sollte ich das während des Strickens mit Chiagu-Nadeln, die sind spitz, fast wie Nähnadeln, damit denn und dann gleichzeitig den Zucker messen. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Fragen. Ich habe ein Buch gekauft, ist gestern angekommen. Diabetes heilen. Die Ernährungsdocs. Die finden wir ja immer gut. Die gucken wir auch immer auf N3. Das Buch habe ich selber gekauft. Ist nicht gesponsert und nix. Es wird mal Zeit, dass man bei mir was sponsert, ne? Das Buch kostet 29,95. Ich finde das ganz schön viel. Das sind 60 Mark. Ja. Mal gucken, ne? Ich hab Just Do It. Thorsten hat vorhin mein Video kommentiert mit meinem Ausdruckstanz. Und dann, wenn ich mir das angucke, dann läuft das Video. Ich könnte mich immer noch wegschmeißen. Und wisst ihr, was witzig ist? Also so dick, wie ich da auf dem Video aussehe, so fühle ich mich gar nicht. Ich meine, ich so was, wie andere sich vielleicht immer zu dick sehen, wenn sie, ne, so magersüchtig, Bulimie und so, so habe ich das so. Es wundert mich eigentlich. Beim Sport, ich muss da irgendwas anderes noch einbauen. Im Moment machen wir ja immer dieses dreimal Wiederholung, dieses I, so für Latiz und
Po und Füße und Beine und hier so pressen, ne? Beinpresse innen und außen und so. Adduktoren. Ja, genau, so eine Dinger. Und aber ich brauche mehr für den Bauch. Ich glaube, ich muss mich hier auf die Yogamatte schmeißen und mal ein paar Bauchübungen so zwischendrin machen. Und das irgendwie ein bisschen gammelig. Das ist es ja auch, ne? Die L-Tyroxin, die darfst du nur nehmen, wenn der Magen leer ist, soll man die nehmen. Also vor dem Frühstück, 5 Minuten, 10 Minuten vor dem Frühstück. Jetzt musste ich aber mich beeilen. Jetzt habe ich denn die anderen gleich hinterhergeschmissen. Die Beta-Blocker, die Antidepressiva. Ah, siehst du, die Zuckertablette muss ich noch nehmen. Dieses Rumgefresse an Tabletten. Ja, irgendjemand schrieb da letztens, so zu viele Tabletten sind nicht gut und so. Das weiß ich. Gerade bei meiner Fettleber. Und mit den Nieren und was weiß ich was. Aber das sind Tabletten, die sich eben auch nicht ersetzen lassen, ne? Es sei denn, die Ernährungsdocs helfen mir, irgendwas zu reduzieren. Das sind diese Zuckerbomben. Kollegen, hatte ich mal erzählt, ne? Der hat Kuchen gefressen und als gäbe es keinen Morgen. Und so, ne? Voll gegen Zucker. Also, ne? Was schlecht ist. Und dann hat er immer sich Insulin musste er spritzen und dann hat er sich immer gegengespritzt. Das war auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich werde mir mal die Ernährungsdocs durchschmökern, mal sehen, was für Lektüre ich da vielleicht heute kriege. Dann ist hier so ein Tagebuch drin, wie viel Zuckerwürfel ich futter in meinem Kaffee jetzt drin. Und nein, ich mag kein Stevia und ich mag auch keinen Süßstoff. Wenn, dann trinke ich den mit fettarmer Milch, wenn das denn sein muss. Ich meine, wenn das so extrem wäre, dann müsste ich wohl auch schon spritzen, ne? Ich bin ja vielleicht so an der Klippe, so der Gefahr. Und das kann man ja noch gegensteuern, sagen die ja mal. Sie können alle nur so trainieren, sie können nur gegensteuern. Sie haben das Ruder in der Hand, sie können es noch rumreißen. Wann war das? Nein. Oh, müssen wir jetzt gleich los. Oh. Muss ich da was hinnehmen? Nee. Und die Krankenkarte nur, ne? Ich weiß es nicht. Die dir gesagt habe, dass ich eine Überweisung mitbringen muss. Dann reiche ich die nach. Haben die nicht gesagt, sonst hätte ich das aufgeschrieben. Nein, was hier. Hier ist noch der Dings. Was für ein Sauferei. Da hilft bei mir jetzt auch nicht der Spruch. Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Deswegen haben die ganze Nacht schon. Es ging von Schnee in Regen über. So, wir sind jetzt vom Sport zurück aus Kreuzzehnder. Es regnet seit gestern Abend ununterbrochen. Zwischendurch war ja wahnsinniger Schneefall, hatte ich ja erzählt. Aber es schüttet und es. Also man nur 2 Sekunden draußen und man ist klatschnass. Moin, moin, es ist 2 Uhr nachts. Ich habe schon geschlafen und bin durch Schreien wach geworden. Da bin ich ja so ein gebranntes Kind.
Und Ich auch, was brennt. ja, da muss irgendwas draußen los sein. Wahnsinn, ein Moment. Könnt ihr dich sehen da hinten? Da sind voll die Flutstrahler. Einen Moin. Moin am Donnerstag um 5 nach 1. Das war eine Nacht, ich sag's euch. Mit Mühe und Not bin ich eingeschlafen mit irgendwie so einem super erhöhten Puls. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man schläft und man merkt, das Herz so buppen hier so. Und wenn man die Augen zu hat, dann sieht man so ein Duff, Duff, Duff. Und dann ist es echt mühevoll einzuschlafen. Man versucht sich selber runterzuholen, tief in den Bauch reinatmen, am besten bis in die Zehe. Und dann ist man endlich eingeschlafen und dann schreit irgendjemand und da schreit noch jemand und da knallen welche an Fenster und Türen und so wird man dann wach. Dann könnt ihr euch vorstellen, der Puls raste. Und dann habe ich zu Zinn gesagt, da schreit jemand, da schreit jemand. Alex murmelte im Zimmer da auch, der hat Spätschicht, dass da irgendwas los ist. Also ich decke oben raus und dann sah ich nur Rauchsäulen und Flutlicht von der Feuerwehr und Suchscheinwerfer an der Hauswand. Alter Falter, habe ich gedacht. Wir dachten, das brennt eine Wohnung. Es war nachher, wie Sven heute Morgen erfahren hat, ein Keller. Und das ist sogar im NDR gewesen, irgendwie mit einem kurzen Video. Da hat wohl irgendein Nachbar noch gefilmt. Ja, jedenfalls dann wieder einschlafen. Dann war es, ich glaube, 5. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Ja, und so fühle ich mich jetzt auch. Mir ist schwindelig. Zähne heute Morgen. Oh. Jetzt messen wir nüchtern deinen Zucker. Was war der? Das ist zu viel. Dann hatte ich gestern 70. Das ist erhöht. Dann habe ich was gegessen und meine wichtigen Tabletten genommen. Die Zuckertablette, Metformin. Jeder wird sie kennen, der Diabetes-Warrior ist. Dann hatte ich 159. Mir klebt jetzt meine Tablette da an die Backe. Ja. Also mehr Bewegung und noch mehr Bewegung. Und dann sagst du, musst zuckerfrei essen und Kaffee trinken. Ich sage, ne. Doch. Immer. Gut, ich will sagen, es war heute eine Ausnahme. Ich habe ein Franzbrötchen gegessen und eine Käsestange. Aber die anderen Tage immer Dinkel. Dinkelkumpel. Kann man essen. Man kaut auch länger dran. Man hat auch angeblich, sagen die anderen, ein längeres Sattgefühl. Ich finde es genauso, als wenn ich ein Milchbrötchen esse. Ich bin auch nicht hungrig. Frühstück könnte ich ausfallen lassen, aber wegen diesen ganzen Tabletten eben halt nicht. Ne? Und diese komische Zuckertablette, die sollst du jetzt zum Essen nehmen. Und da zählt ja wohl nicht Kaffee und eine Kippe zu. Dann ging es die Tage jetzt nicht so gut. Und nein, ich habe ihn nicht eingeräuchert. Dann hat sich gestern, als ich zu dem Zuckerkursus da war, zur Diabetikerschulung, hat er sich Kamillenblüten geholt in der Apotheke und macht. Das zweite Mal hat er jetzt eine Rollkur gemacht. Ich dachte ja, eine Rollkur ist so mit Rollen, ne? Die im Körper hoch und runter rollen. Aber was er für sich zu Hause rausgesucht hat, ist diesen Kamillentee trinken und dann vorzugsweise auf nüchternen Magen und sich dann auf die Seite drehen und Bauch und Rücken und Seite. So, bliblablub. Denn er hat das echt mit dem Magen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sag, Sven, wenn du irgendwelche Probleme oder Schmerzen hast oder so,
Sag, wo gehst du denn dann hin? Du musst doch jetzt nicht dich mit Magenschmerzen rumquälen. Ich sag, ich verstehe sowieso nicht, die haben da wieder Proben genommen in St. Georg. Warum die dir denn nicht, wenn du eine entzündete Magenschleimhaut hast, dagegen was geben und zu ihm sagen, er kann essen, was er will? Denn angefangen hatte das, nämlich damals beim Türken. Ich habe gefüllte Oliven mir geholt mit Frischkäse und Sven wie Frühlingsquark, aber halt sowas von scharf mit frischem Knoblauch drinne, Porre, Rauke. Rauke an sich ist ja schon scharf, so, ne? So, und das hat er gegessen und seitdem hat er so eine Magenprobleme. Ich sag, du kannst das nicht, du darfst nicht scharf gewürzt und du darfst auch nicht deinen Abtropfkaffee trinken und so. Also empfindlichen Magenschleimhäuten. Es muss erstmal jetzt dann zur Ruhe kommen und deshalb die Kamillenblüten und die Rollkur. Und essen tut er seit vorgestern oder seitdem er jedenfalls diese Schmerzen so dolle hat. Doll, wenn er was sagt, dann ist er schon doll. Er isst nur Haferschleim mit Wasser. Also morgens, mittags und abends. Das soll man übrigens auch machen, laut irgendwie Ernährungsdocs, wenn man jetzt so eine Diät oder irgendwie sowas machen möchte. So eine Haferschleimkur. Ich möchte das aber nicht mit Wasser. Ich möchte wenigstens 0,3 oder 1,5 fettarme Milch, sodass ich wenigstens ein bisschen Geschmack habe. Jetzt nee, hält das durch. Ich hoffe, dass es das bringt. Ich sage, du musst dich jetzt nicht quälen, weil ich fand eine obergroße Sauerei, wie wir da in St. Georg waren, hätte ich gar nicht erzählt, ne? Ja, jetzt ist das Thema Krankheiten dran. Wie sagte er? Jetzt die Probe ist nach Professor Klapper geschickt. So, und haben Sie sich denn schon, waren Sie denn schon im UKE wegen der Zweitmeinung? Und dann sagte, nee, wir sollten ja auf die Befunde warten, dass alles zusammen ist. Von der Pathologie. Also jetzt nicht das Neue, sondern das Alte. Da ist nämlich nichts passiert. Und was sagte er denn? Also er war nicht so begeistert, das sind wohl UKE-Zweitmeinung. Und um es kurz zu machen, was ich so ätzend fand, war, dass er dann gesagt hat, und beim nächsten Mal Beschwerden, dann gibt es eine Chemo. Ich weiß jetzt nicht, ob Sven jetzt denkt, wenn er da hingeht, dass sie ihm eine Chemo geben. Ne? So finde ich unmöglich. Man kann auch sagen, nehmen Sie Maloxan oder er doktert jetzt da mit Rollkur und so selber rum. Ja, und dann hat Sven gefragt, wegen den Befunden. Nee, das ist noch bei dem Professor Klapper. Ja, kann ich denn den CT-Befund oder irgendwie einen anderen Befund haben? Nein, das ist noch nicht freigegeben. Und sagt Sven halt zu mir im Auto, wieso ist das nicht freigegeben? Hä? Ich sag, oh, sieh zu, dass du da ins UKE kommst. Ja, sagt er, kann ich ja nicht. Das steht ja im Internet drinne, was man einschicken oder selbst vorbeibringen soll. Dass er vielleicht auch in so eine Studio auf, Studie, nicht Studio, aufgenommen wird, ne? Alter Falter, ich dachte, du so ein Sack. Weiß ich nicht, ob es ein Brasilianer ist. Ich meine, das liegt nicht daran, dass er ein Sack ist, weil er Brasilianer ist, aber ich wollte das jetzt nur so. Ich trete andauernd irgendwann wohl ein Fettnäpfchen. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Der erklärt auch sehr schwer. So, nicht gut Deutsch. Also von mir aus könnte er mir irgendwas vom Handyvertrag erzählen. Aber nicht einen Krebspatienten so. Das ist sehr mühsam zu verstehen, was der einem erklärt. So. Und grundsätzlich ist der PC irgendwie, dass er dann die Seiten schließen sich mit einmal die Fenster, dann sagt er, weil ich gesagt habe, ich möchte wissen, wie groß sind denn die Lymphknoten von Zen geworden? Von vor 3 Monaten bis, ne, zur letzten Untersuchung. Das hat er ja alles da auf CD, die Bilder und so. Nee, die Bilder, wieso? Ich habe keinen Zugriff auf die Bilder. Ich kann die Bilder gar nicht finden und ich sehe die Bilder nicht. Und das ging bestimmt 5 Minuten so.
Und ich dann immer auf diesem Bildschirm gestarrt. Ich wollte das jetzt wissen, ne? Wie groß und wie viel die gewachsen sind und so. Alter, Sack, hab ich dann, ey. Mal zwei nachher fragen, ob man deine Pathologie anrufen kann in Kiel oder nachfragen oder in der Hämatologie in St. Georg, ob die Professor Klabber-Dinger schon da sind oder ob die noch in irgendwelchen Petrischalen sich gebären da oder ich weiß es nicht. So ein Korb. Und dann noch mal dieses Zucker. Ich meine, ich habe mir ja wieder meine Freunde geholt. Hatte ich letztens schon gezeigt. Ich habe dann hier einmal reingeguckt. Aber Sven, Walnuss-Sellerie-Schnitzel mit Möhren-Frischkäse. Pfirsich-Spinat-Smoothie, oh, kann ich von Sven trinken. Gefüllte Bulgur-Paprika. Auberginen-Pfanne mit Lamm. Auberginen ist nicht so meins. Naja, ist ja egal. Jedenfalls, oh lecker. Schoko-Erdbeer-Cheesecake. Naja. Gestern aber der Schulung. Oh, Halleluja. Wir haben alle eine, wie zum Führerschein, so, ne? Was man früher gekriegt hat, das Buch und die Übungsbögen. Mit zwei Pässen. Da habe ich schon eingetragen, mein. Aber ich kriege noch einen richtigen Diabetikerpass, den ich auch beim Hausarzt vorlegen kann. Und als Hausaufgabe haben wir hinten, die Übungsbögen sollen wir ausfüllen. Es geht dann so, bis März, einmal die Woche treffen wir uns da, ja. Wir lustigen, ich weiß nicht, was sind wir da? Zwei, drei, vier, sechs. Sechs Leute. Zwei sind nicht gekommen, also eigentlich acht. So, und wie ich ankam, da waren da drei Männer. Und ich bin dann dazugesetzt, die haben so ein bisschen geschnackt und so. Und einer war da, der war so wie alle, die da. Wenn jemand alle, die da kennt. Wenn nicht, googelt nach alle, die da, dann wisst ihr, wie der aussieht, ungefähr. Und was für ein Typ das ist. So kenne ich, weiß ich, war ich schon. Das ist jetzt hier meine vierte Schulung und so eine Leute gibt es immer irgendwie, ne? Naja, und dann kam eine Frau Uwuruwu, irgendwie so eine Afrikanerin und eine Asiatin. Ich weiß nicht, Thailänderin oder Koreanerin, ich habe keine Ahnung. Für mich sind das immer alles No Racism Chinesen. Ich meine, angehende Schwiegertochter Kim ist zum Beispiel halb Thailänderin, halb Vietnamesin, irgendwie so. Und, ne, also ich bin wirklich, ich muss das immer wieder sagen, ich bin kein Rassist, weil was jetzt kommt, ist der Knaller. Wieder sitzen wir da so und unterhalten uns. Und dann habe ich nur gesagt, so, weil der eine, alle, die da sagte, denn, so, man wird ja so zugeschummelt. Das hat er gesagt. Man wird so zugeschissen in der Werbung. Obwohl, das ist meine Umgangssprache genauso. Man wird so zugeschissen in der Werbung mit Veggie und vegan und vegetarisch und so. Und ich dann, ich sag, das gibt keinen Fleischersatz. Es gibt keinen Fleischersatz. Entweder ich esse ein Wiener Schnitzel oder ein Nackensteak oder ein Ribeye oder sonst was. Oder ich lasse es und esse dann irgendwelche Tofu-Soja-Sache. Es gibt nichts Fleischiges und kann Rügenwalder zehnmal sagen da mit dieser Papierwurst da und so. Es ist jedem selber überlassen. Habe ich dann so gesagt. Ich sage, und ich bin ein gerne Fleischesser. Ich sage, das interessiert mich gar nicht. Lass doch jeden vegan und vegetarisch sein, solange die mir mein Stück Fleisch vom Teller nicht nehmen. Ansonsten gibt es Ärger. Naja, dann ging es darum, das Essverhalten so ein bisschen so. Und dann war ich an der Reihe und habe gesagt, bei mir ist das Problem, ich brauche nicht frühstücken. Ich kann auch sehr spät ohne Hunger Mittag essen, so eine normale Portion. Und selbst wenn das wegfallen würde und ich würde nur eine Scheibe Brot essen. Nachts. Ich schleiche zum Kühlschrank und hau mir einen Kanten Gouda ab oder einen Kanten Aalrauch-Mettwurst oder. Und das esse ich dann. Hä? Mitten in der Nacht.
Wo ist man Albträume kriegt denn? Naja, ist doch und auch so ein Negerkuss. Wie die mich angeguckt haben. Weil ich war ja die Afrikanerin. Oh, sag ich, Entschuldigung. Ich sag, das ist seit Kindheit, ist das so drin. Ich sag, das ist nicht böse gemeint. So, ne? Mann. Und dann war wieder irgendwas. Ja, und ach so, und du frühstückst so gar nicht. Ich sag, nee. So im Normalfall, ich sag, wenn ich meine Dinkelkumpel nicht hab, dann reicht mir ein Pott Kaffee und eine Zigarette. Ich sag, das darf ich auch nicht sagen. Raucher. Ich sag nicht, dass ihr hier gleich mit Steine schmeißt. Nee, sagte die von der Schulung, ich habe nur einen Kugelschreiber, den könnte ich schmeißen. Ich sag, schmeiß doch. Ich sag, ich stehe dazu. Ich bin Fleischesser und Raucher. Und auch noch adipös. Meine Fresse. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Einfach nur. Dieses Blutdruckmessgerät, das kriegt man ja kostenlos, ne? Nur die Lanzetten und so, das kostet ja dann. Und für mein Gerät, nachgekauft, hat Sven jetzt 41 Euro in der Apotheke bezahlt, heute Morgen, wie er Alex zur Arbeit gefahren hatte. Das ist so ein Scheiß, diese 41 Euro. Was hätte man sich da alles Schönes kaufen können? Das ist Schlagsahne. Ja. Na, jedenfalls habe ich jetzt dann Hausaufgaben auf. Und die nächsten Termine sind dann, also gestern war ja Vorstellen. Es geht immer 1,5 Stunden. Typ 2 Diabetes, was ist das genau? Nahrungsbestandteile und Kennenlernrunde. 2. Stunde, also nächste Woche. Bitte Gesundheitspass und Blutzuckgerät mitbringen. Blutzucker selber messen, Unterzucker, Überzucker, wie erkenne ich das? 3. Stunde. Bluthochdruck, Entstehung, Behandlung, was das Gewicht mit Diabetes zu tun hat. Und wieder das Gerät mitbringen und den Pass. Dann die 4. Stunde. Essen und Trinken im Alltag, Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe und Fette. 5. Stunde, Essgewohnheiten, clevere Alternativen finden. Ich habe gesagt, mich braucht keine Abspeisen irgendwie mit einer... Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mozartkugel, wenn ich da Bock drauf habe, dann kannst du mir nicht mit einer getrockneten Dattel oder Pflaume oder Aprikose kommen, so Trockenobstkrams oder so. 6. Stunde, Freude und Spaß an Bewegung entdecken. Wir gehen los. Da könnte ich doch den Kurs leiten, habe ich gedacht. So, ich bin ja ein bisschen dicker. Also die ist auch nicht schlank. Die ist klein und ich sage nicht untersetzt, nicht dick. Die das da macht, ne? Da wollen wir denn losgehen. In der 7. Stunde, Diabetes und Füße, Schuhe, Fußpflege, sozialrechtliche Bestimmung. Was mir aufgefallen ist, diese ätzend trockenen Füße. Ich hasse das. Ich muss mir jetzt eine ganz schöne, weiß ich nicht, mit norwegischer Formel oder Urea drin oder irgendwie was, was ich mir abends ordentlich einschmiere und dann wieder Socken überziehe. Ich ertrage keine trockenen Füße. Das ist ja eklig. Naja, und dann die 7. Stunde, Folgeerkrankung, Kontrolluntersuchung, Bilanz zum Ende des Kurses und den Pass wieder mitbringen. Und da habe ich mir dann gestern Stichpunkte gemacht. So, jetzt habe ich genug Gesundheit gelabert, ne? Oder auch nicht. Gehört halt zum Leben dazu. Ist so. Das ist ja eine zweite. Also beim ersten, den ich nächste Woche mitbringen soll, Größe, Gewicht. Ich wollte mich nochmal auf die Waage stellen, damit ich genau weiß, was ich da eintrage. Mein Diabetes ist bekannt seit letzter Blutdruckwert nach 5 Minuten Ruhe. Werden Sie wegen Bluthochdruck behandelt? Blutzucker nüchtern, Blutzucker nach dem Essen, mein letzter HbA1-Zielwert, Langzeitzuckerwert, ich rauche, wenn ja, wie viele, mein letzter LDL-Cholesterinwert, ich habe Folgeerkrankungen, wenn ja, welche. Ich habe geschrieben, also mit Fragezeichen Nieren und Augen, weil ich muss dann noch zum Nephrologen und mit Augen bin ich in Behandlung, weil ich da ja eine Hornhautverkrümmung habe. Und eine Sehnerschädigung irgendwie. Ja, kann ja alles von diesem Zucker kommen, ne? Ich sag, Zucker kann auch vererblich sein, ne? Meine Mutter nämlich mit Zucker. Ich sag, ein Mist, der zu vererben ist. Außer so dieses Herz, ne? Das haben Bille, Gitte, Harald, Peter.
Ich bin die Einzige, die Schilddrüse von Muttern, die wurde ja auch entfernt, weil sie alles kalte Knoten hatte. Dann hatten sie noch so eine Stimmband, hatten sie ihr verletzt. Die hat nachher gesprochen wie. Ich meine, meine Stimme ist schon dunkel, aber meine Mutter war permanent heiser. Dadurch, dass sie eine Stimmbandlähmung hatte. Ich sag, meine Mutter. Diabetes, das hat sie mir zurückgelassen und die Schilddrüse. Ich sag, und LDL, das ist ja das schlechte Cholesterinwert, ne? Ich sag, das ist auch erwiesen bei mir, bei Gitte und bei Bille, dass der erblich bedingt so mies ist. Dass man das alleine mit Nahrung nicht so in den Griff kriegt, sondern man diese Stemmatide oder wie die Dinger heißen, da kriegt man so Muskelschmerzen von. Ich habe vier verschiedene schon probiert und so, als wenn man den Herzinfarkt kriegt, dann tut einem das alles weh. Brustmuskeln, Rücken, dann Beine. Ich sage, komm ich nicht mit klar, deswegen habe ich mir da diese zu dienen, die kaufe ich mir selber. Ach. Und ansonsten riechen das. Seit vorgestern. Ja. Gut. Ich werde jetzt meinen Kaffee hier erstmal schlappen. Hier mal so ein bisschen rumrollen. Stube sieht noch aus, wie als wenn ein Tornado durchgefegt ist. Dann beende ich erstmal dieses Video und mache nachher dann wahrscheinlich vielleicht ein neues. Ich wollte ja auch mal ein Kreativvideo machen für Malen. Ich meine, ich zeichne immer so abends im Liegen, ne? Aber da habe ich keinen Bock, ein Video zu machen. Wo soll ich denn die Kamera hinstellen? Auf den Kopf schneiden? Weil ich habe doch hier auch noch meine neuen Acrylfarben. Meine ganzen anderen Acrylfarben waren alle eingetrocknet und nicht mehr so verwendbar. Und da habe ich gedacht, die hier 18 mal 36 Milliliter sind doch ganz schön. So auf Keilrahmen wollte ich dann Acryl malen und oder Gouache, diese Jellypadde. Aber das ist dann ja auf einem anderen Kanal. Okay, ich muss mal hier jetzt mal nicht pushen kommen irgendwie. Fiel mir heute sehr, sehr schwer. Also ich habe auch heute keinen Ausdruckstanz gemacht. Irgendjemand hat sogar geschrieben, das ist das besoffene Ballerina oder irgendwas. Nein. Krieger Maori trifft auf 200, habe ich da geschrieben. Okay, Freunde. Passend zum Wetter habe ich heute mein Regenschirm-Shirt aus Büsum an. Das sind alles Regenschirme, so in A-Linie. Schmeichelt der Figur so ein bisschen. Ne? Ich melde mich später nochmal bestimmt. Tschüssi.